Ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit gestern ist auch Ralf Hasenhüttl wieder eine Option für Borussia Dortmund. Also das ist, was die Leipziger sich im Moment gerade so erlauben, so ein bisschen das alles auf dem offenen Markt zu machen. Wir verhandeln, nee, wir verhandeln doch noch nicht so ganz. Ach nee, wir machen es 3 Wochen vor. Nee, ach nee, wir machen es nach Saisonschluss. Das ist ein bisschen sehr marktschreierisch, wie ich finde. Und Hasenhüttl, es kann ja sein, dass er sagt, ich glaube, ich bin hier am Ende der Reise. Vielleicht gibt es ja noch andere schöne Töchter. Und Dortmund wäre sicher eine Option, dass die ein Auge auf den hatten. Aber da hattest du den Eindruck, der ist bei Bayern so im Gespräch. Da kommen wir gar nicht ran. Könnte sein, dass sich jetzt Bewegung ergibt. Bei Leipzig ist so eine ganz normale Entwicklung eingetreten. Also die kam, weiß ich, aus der dritten, aus welcher Liga? Aus der 10. Liga am Stück. Immer Ziele. Dann erreichst du gleich den internationalen Platz. Dann spielst du international. Aber was spielen wir gegen wen? Wie ist sowas, wenn man international spielt? Mitte der Woche haben wir plötzlich irgendwelche Termine. Und das ziehst du alles gemeinsam durch. Und das ist ein Riesending. So, irgendwann Euphorie. Hört das mal auf. Und das Internationale ist vorbei, in der Liga ist die zweite Saison, es ist alles auch nicht mehr so neu. So, und jetzt müsstest du dich irgendwo normal bescheiden mit, so jetzt machen wir mal, atmet mal durch. So, ob das alle in dem Club können, dieses sich zurücknehmen und sagen, so jetzt machen wir mal Pause. Hasenhüttl, glaube ich, könnte es, aber möglicherweise andere nicht. Und deswegen denke ich, dass sie sich auch gemeinsam überlegen werden. So, wollen wir das gemeinsam, haben wir doch gemeinsame Ziele. Ist es das? Und das ist doch das Entscheidende, dass die sportliche Führung mit einem Trainer ein völlig konkurrent marschiert. Wenn nicht, passieren ja die dollsten Dinge. So. Ist das immer so? Muss das so sein? Na, du musst schon über die groben Ziele musst du schon Einigkeit haben. Ja. Wenn du die nicht hast, dann wird es kompliziert und dann wird es am Ende auch in der Trennung enden. Aber nochmal, also vor 4 Wochen war Ralf, glaube ich, gehandelt, also Ralf Hasenhüttl gehandelt als Nachfolger hier in München. Ja? Hat nicht geklappt, haben wir nicht hingekriegt. Dann ist gesagt worden, also er selber hat gesagt, nein, ist kein Thema. Der Vertrag ist nicht verlängert worden, obwohl er ja noch ein Jahr Vertrag hat. Das muss man ja auch mal festhalten, das hast du ja glücklicherweise gerade gesagt. Ja. Jetzt verlieren die 3 Spiele und da ist auch ein Stück weit Enttäuschung. Ich meine, gegen Marseille wäre man schon ganz gerne weitergekommen, muss man schon sagen. Und das war ja auch, vielleicht vom Ergebnis nicht her, aber es war vom Spiel her knapper, wie ich finde, als das Ergebnis hergibt. Und auf einmal wird da alles in Frage gestellt. Ich weiß nicht, ich bin da kein Freund von. Mir geht das alles zu schnell, das dreht zu schnell. Also das ist nicht okay. Und ich denke, die einzige Auswirkung, die das haben könnte, ist vielleicht, wenn man eine Vertragsverlängerung macht, wie viel Gehalt da am Ende überwiesen wird. Da könnte es vielleicht einen Unterschied machen. Aber am Ende, glaube ich, wenn man überzeugt ist vom Ralf Hasenhüttl, man war das vor 4 Wochen, dann gibt man ihm Vertragsverlängerung Feierabend. Dann ist das Thema auch erledigt.